Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir schreiben das Jahr 2021 und dieses Jahr gab es natürlich wieder ein paar neue Fragen, die auch in dieser Prüfungssimulation wieder mit eingebunden werden. Kurz wieder zur Erklärung, wir haben hier 20 Fragen aus dem Grundstoff und 10 Fragen aus dem Zusatzstoff für die Klasse B, also für das Auto. Die Grundstofffragen sind immer die gleichen, egal welche Führerscheinklasse du machst, und hier in dem Fall die klassenspezifischen hast du nur, wenn du den Autoführerschein machst. Jede Frage gibt zwischen 2 und 5 Fehlerpunkten. Das sehen wir hier rechts oben im Bild. Hast du mehr als 10 Fehlerpunkte, gilt die Prüfung als nicht bestanden. Hast du 2 Fragen mit jeweils 5 Fehlerpunkten falsch, gilt die Prüfung auch als nicht bestanden. In der Prüfung hast du 45 Minuten Zeit. Ich lasse die Fragen und Antworten wieder vorlesen. Das kannst du in deiner Prüfung übrigens auch, wenn du davor dem werten Herren oder der werten Dame bei dem TÜV Bescheid sagst, dass du gerne Kopfhörer haben möchtest, dann kannst du mit dem Finger auch einfach auf den Text tippen und die Fragen und Antworten werden dir vorgelesen. Wo müssen Sie besonders mit starker Fahrbahnverschmutzung und Rutschgefahr rechnen? An Baustellen, an Einmündungen von Feldwegen, an innerstädtischen Kreuzungen. Also ganz klar natürlich an den Baustellen und an Feldwegen. Wenn da der Traktor rausfährt, dann bringt er eine Menge Dreck mit. An innerstädtischen Kreuzungen, das werden wir nicht ankreuzen, denn innerorts haben wir meistens keine Traktoren und dementsprechend auch weniger Dreck auf der Fahrbahn. Warum müssen Sie auf dieser Straße besonders aufmerksam fahren? Weil das Fahren auf den Schienen gefährlich ist. Weil die Fahrbahnoberfläche uneben und unterschiedlich griffig ist. Weil eine Straßenbahn entgegenkommen könnte. Ja, Straßenbahn entgegen. Also, auf jeden Fall ist es sehr, sehr gefährlich. Es ist immer sehr gefährlich. Die Straße ist uneben, genau. Das liegt hier an den Kopfsteinpflaster. Also, hier, das kann sehr gefährlich werden, sehr rutschig. Straßenbahn entgegen, Straßenbahn entgegenkommen könnte. Ja, doch, könnte schon, oder? Es ist ja nur, guck mal, es ist ja nur eine Schiene verlegt. Das heißt, es könnte unter Umständen, ja komm, wir kreuzen es einfach mal an. So. Also ich würde sagen, es könnte eng werden, weil hier nur eine Schiene verlegt ist. Wenn da jetzt zwei wären, dann würde ich, glaube ich, diese Antwort mit der Straßenbahn nicht ankreuzen. Aber schauen wir mal. Wo führt schnelles Fahren häufig zu Unfällen? An Straßenkreuzungen und Einmündungen, an Fußgängerüberwegen, in Kurven. Ja, alles gefährlich. Bei welcher Person müssen Sie mit einer schweren Sehbehinderung rechnen? Also es geht um die Person hier vorne, die hat diese gelbe Schärpe mit diesen 3 schwarzen Punkten und das sagt uns, dass es sich um eine sehbehinderte Person handelt. Wo ist zu schnelles Fahren besonders gefährlich? In unübersichtlichen Kurven, an Bahnübergängen, an Fahrbahnverengungen? So eine ähnliche Frage hatten wir doch gerade eben schon, oder? Ja, alles. Bei sowas kreuzt du immer alles an. Alles sehr gefährlich. Okay, Radfahrer, Gegenverkehr. Ah, da vorne steht ein LKW. Und die Frage ist, überholen wir jetzt oder nicht? Und ich sagte, wir tun es nicht, weil hinter dem LKW eine Kurve ist. Ja, also wir sehen nicht, ob da Gegenverkehr kommt. Wie verhalten Sie sich richtig? Ich überhole den Radfahrer vor Erreichen des LKWs. Ich überhole den Radfahrer zwischen LKW und Kurve. Ich überhole den Radfahrer nach der Kurve. Ja, also eventuell nach der Kurve, aber hier auf gar keinen Fall, weil wir nicht wissen, ob da jetzt ein Verrückter mit 50 uns entgegenbrettert. Wie durchfahren Sie enge Kurven? Vor der Kurve Geschwindigkeit vermindern. Erst beim Übergang in die Gerade wieder beschleunigen. Erst im Scheitelpunkt der Kurve Geschwindigkeit vermindern. Also Gang und Geschwindigkeit müssen immer vor der Kurve angepasst werden. Ab dem Scheitelpunkt der Kurve kannst du wieder raus beschleunigen. Der Scheitelpunkt ist praktisch die Mitte der Kurve, also wenn du schon 50% von der Kurve gefahren bist.
und erst im Scheitelpunkt der Kurve zu bremsen, das wäre ganz gefährlich, denn da könnte dein Fahrzeug zum Ausbrechen neigen, also zum Schleudern. So, das Video kennen wir schon. Es geht um das Vorfahrtgewehren und von rechts müsste, glaube ich, gleich ein Fahrzeug kommen. Ja, da kommt es schon. Hinter uns der Radfahrer, der tut uns aber erstmal nichts. Wobei du in der Praxis darauf aufpassen müsstest, wenn du da vorne ein bisschen langsamer machst. Die Radfahrer, die sind meistens ziemlich ungeduldig. Die schlängeln sich da an dir dann vorbei. Also den Radfahrer solltest du schon im Blick behalten. Aber jetzt allerdings bei dieser Frage hat der Radfahrer nichts mit uns am Hut. Weshalb müssen Sie hier warten? Wegen des roten PKWs. Ja, okay. Also wegen des roten PKWs. Weder wegen des Radfahrers noch wegen dem Fußgänger. Die Frage war jetzt einfacher als gedacht. Zwei Fahrzeuge kommen sich auf einer Kreuzung entgegen. Beide Fahrzeuge möchten jeweils nach links abbiegen. Wie müssen sich die beiden Fahrer im Regelfall verhalten? Sie müssen voreinander abbiegen. Sie müssen hintereinander abbiegen. Sie müssen sich über die Art des Abbiegens verständigen. Also, wenn zwei Fahrzeuge links abbiegen möchten, dann treffen sie sich in der Mitte der Kreuzung und dann wird immer voreinander abgebogen. Ich habe das im letzten Video, glaube ich, mal bildlich veranschaulicht, wie das Ganze aussieht. Auf gar keinen Fall hintereinander. Es gibt natürlich ein paar Ausnahmen, die finden wir dann bestimmt in einer anderen Frage. Aber grundsätzlich wird immer voreinander abgebogen. Machst du das in der Prüfung nicht, ist die Prüfung sofort, also in der praktischen Prüfung, ist die Prüfung sofort vorbei. Sie kommen aus einer Straße mit abgesenktem Bordstein und wollen in eine andere Straße einbiegen. Von links kommt ein PKW. Was gilt hier? Die Regel rechts vor links. Der abgesenkte Bordstein ist für die Wartepflicht ohne Bedeutung. Wer über einen abgesenkten Bordstein in eine Straße einfährt, ist wartepflichtig. Genau, also die Regel rechts vor links gilt hier nicht, da wenn du über einen abgesenkten Bordstein hinwegfährst, die Ausnahme gilt, also da hast du keine Vorfahrt und dementsprechend gilt hier rechts vor links nicht. Aus einem unmittelbar vor Ihnen fahrenden Fahrzeug wird Ihnen mit der Polizeikelle Zeichen gegeben. Was bedeutet dies? Ich muss dem Fahrzeug folgen, bis es anhält. Ich darf das Fahrzeug nicht überholen. Ich muss in die gezeigte Richtung abbiegen. Also du folgst dem Fahrzeug und dann wäre es natürlich auch ratsam, es nicht zu überholen, sonst denkt die Polizei, du möchtest dir da ein Rennen mit denen liefern. Also das sollte man machen, um Stress zu vermeiden. Wie verhalten Sie sich beim Anfahren vom Fahrbahnrand? Blinken, rückwärtigen Verkehr beobachten, Blick in den Rückspiegel genügt. Hier musst du aufpassen, wenn da steht genügt, dann genügt es meistens absolut nicht. Also wenn da eine Antwortmöglichkeit mit das reicht aus, das und das zu machen oder es genügt, in den Spiegel zu schauen, diese Antwort ist eigentlich immer falsch. Also natürlich schaust du erst in die Spiegel und setzt dann den Blinker. Wie verhalten Sie sich bei einer Panne in einem Tunnel? Warnblinklicht einschalten. Fahrzeug möglichst in einer Pannenbucht abstellen. Motor vorsorglich laufen lassen. Also natürlich, Panne, schaltest du das Warnblinklicht an und wenn es geht in einer Pannenbucht, wäre natürlich optimal, wenn du bis dahin kommst. Ansonsten natürlich so weit wie möglich am rechten Fahrbahnrand. Den Motor lässt du natürlich bitte nicht laufen, gerade im Tunnel. Im Falle eines Staus musst du im Tunnel ja sogar den Motor ausschalten, denn da bündeln sich natürlich die Abgase, das könnte sehr gefährlich werden. Bei stockendem Verkehr müssen bestimmte Bereiche freigehalten werden. Welche sind dies? Grundstückseinfahrten, Bahnübergänge, Kreuzungen. Also Bahnübergang ist hoffentlich klar, wer dazu kommt, dann bist du weg. Kreuzungen natürlich auch, du darfst keine Kreuzung verstopfen, beziehungsweise nicht in sie einfahren, wenn du auf ihr halten müsstest. Machst du das in der praktischen Prüfung, ist die Prüfung natürlich sofort zu Ende. Grundstücksaußeneinfahrten müssen nicht freigehalten werden, da stört es auch nicht so unbedingt, wenn da ein Fahrzeug draufsteht. Also wichtig sind natürlich Bahnübergänge und Kreuzungen. Wozu kann eine regelmäßige Fahrzeugwartung beitragen? Die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Die Emissionswerte gering zu halten.
den Kraftstoffverbrauch gering zu halten. Ja, das ist richtig. Also Sicherheit ist natürlich klar. Bremsen, Fahrwerk wird natürlich kontrolliert, sehr wichtig. Emissionswerte, das wird auch regelmäßig geprüft und eingestellt. Kraftstoffverbrauch, also wenn du dein Fahrzeug regelmäßig zum Service bringst, dann werden so Sachen kontrolliert, wie zum Beispiel der Luftfilter. Und wenn du zum Beispiel einen verstopften Luftfilter hast, dann würde dein Fahrzeug schleichend mehr Kraftstoff verbrauchen, was natürlich schlecht wäre. Welches Verhalten ist richtig? Ganz klar, rechts vor links, wir haben Vorfahrt, fertig. Ich muss das Auto abbiegen lassen. Ich darf als erster die Kreuzung überqueren. Ich muss den Bus abbiegen lassen. Nee, also wir dürfen als erstes, wir kommen von rechts. Rechts von uns ist nichts, also man sieht zumindest nichts. Praktisch würdest du dich natürlich vorsichtig in die Kreuzung reintasten, um zu sehen, was da rechts los ist. Aber um die anderen müssen wir uns gar keine Gedanken machen. Welches Verhalten ist richtig? Du hast ein Vorfahrtgewehren. Wir müssen dem Motorradfahrer, der auf der abknickenden Vorfahrtstraße fährt, die Vorfahrt gewähren. Ich muss warten. Welches Verhalten ist richtig? Wir haben ein Vorfahrtgewehren, also müssen wir warten. Der von links und der von rechts darf zuerst fahren. Ich muss den gelben PKW abbiegen lassen. Richtig. Ich muss den grünen PKW durchfahren lassen. Richtig. Der grüne PKW muss mich durchfahren lassen. Nein, weil wir ein Verkehrszeichen haben, welches uns die Vorfahrt nimmt. Womit müssen Sie bei diesem Verkehrszeichen rechnen? Mit plötzlichem Bremsen der Vorausfahrenden, mit Erweiterung der Fahrbahn auf 3 Fahrstreifen, mit einem Stau. Ja, also dieses Verkehrszeichen ist ja ein Gefahrenzeichen, rot, dreieckig mit der Spitze nach oben und warnt dich vor Stau und demnach natürlich auch vor bremsenden Fahrzeugen. Könnte zum Beispiel an Stellen stehen, wo hinter einer Kurve oder einer unübersichtlichen Stelle eine Ampel zum Beispiel ist oder wo man weiß, dass da viel Stau entsteht. Worauf weisen diese Verkehrszeichen hin? Auf die Richtung, aus der ein Zug kommen kann. Auf einen Bahnübergang in der nach rechts führenden Straße. Auf eine Umleitung, die den Bahnübergang umgeht. Also warnt dich natürlich auch wieder vor etwas, ein Gefahrenzeichen gepaart mit einem Zusatzzeichen. Und zwar, wenn du rechts abbiegst, dann erwartet dich da ein Bahnübergang. Also die zweite Antwortmöglichkeit ist hier richtig. Wie dürfen Sie in Ihrem PKW ein Kleinkind mitnehmen? In einer Babytragetasche auf den hinteren Sitzen. In einer für das Kind geeigneten Rückhalteeinrichtung mit Prüfzeichen. Auf dem Schoß einer erwachsenen Person. Also 1 und 3, das hört sich schon sehr vage an. Hier in der zweiten Antwortmöglichkeit finden wir gleich mal das Wort Prüfzeichen. Das klingt immer gut. Und geeigneten Rückhalteeinrichtung, ach, das ist doch super. Das klingt super sicher, das kreuzen wir an. Okay, wir fahren auf der Autobahn 130, hinter uns kommt einer, er ist wesentlich schneller. Wir behalten natürlich die Ruhe, der von rechts blinkt, aber das juckt uns nicht mehr. Du könntest zum Beispiel jetzt in der Situation den Blinker nach rechts setzen, damit der hinter dir weiß, dass du ihn gesehen hast. Denn der ist ein bisschen nervös, wie man sieht. Ja? Wichtig ist nur, dass wir die Ruhe bewahren. Wir bringen das Überholmanöver zu Ende. Zeigen aber dem Hintermann, hey, ich habe dich gesehen, ich fahre gleich rechts rüber. Und wenn du da vorne an dem Transporter vorbei bist, dann machst du easy einen Fahrstreifenwechsel nach rechts und alles ist gut. Du darfst dich nur nicht aus der Ruhe bringen lassen. Wie verhalten Sie sich richtig? Ich fordere den Nachfolgenden durch leichtes Bremsen auf, mehr Abstand herzustellen. Also das machst du bitte auf gar keinen Fall. Ich wechsle sofort auf den Fahrstreifen nach rechts. Ja, das wäre dumm, da müssten wir sehr stark bremsen. Ich überhole den Transporter und wechsle dann auf den mittleren Fahrstreifen. Genau, und das Ganze in aller Ruhe. Jetzt nicht übertrieben langsam, aber halt, ja, normal. Wie hoch darf eine rote Leuchte, die eine nach hinten hinausragende Ladung kennzeichnet, höchstens über der Fahrbahn angebracht sein? Oh, yes, das. Wie hoch?
hoch? Warte mal, da müssen wir noch mal nachdenken. Wie hoch darf eine rote Leuchte, die eine nach hinten hinausragende Ladung kennzeichnet, höchstens über der Fahrbahn angebracht sein? Wie hoch darf sie maximal ange... bei sowas würde ich jetzt einfach mal die geringste Höhe... Ja, wir probieren es einfach mal und dann reden wir später einfach nochmal drüber. Wie sichert man einen PKW mit automatischer Kraftübertragung gegen Wegrollen? Feststellbremse betätigen. Wählhebel in P-Stellung bringen. Wählhebel in N-Stellung bringen. Ja, also Feststellbremse natürlich. P, Automatikgetriebe. P ist für Parken. Auf N würde dein Fahrzeug wegrollen. Ja, N ist neutral, da könntest du dein Fahrzeug wegschieben. Was gilt nach diesem Verkehrszeichen? Zulässige Höchstgeschwindigkeit 50 km pro Stunde. Freie Wahl markierter Fahrstreifen für Kraftfahrzeuge bis 3,5 Tonnen zulässiger Gesamtmasse. Freie Wahl markierter Fahrstreifen für alle Kraftfahrzeuge. So, Achtung, große Verwechslungsgefahr. Natürlich zulässige Höchstgeschwindigkeit 50, das weißt du. Innerorts darfst du nur 50 fahren, aber diese freie Fahrstreifenwahl, also dass man jeden Fahrstreifen durchgängig befahren darf, gilt nicht für alle Kraftfahrzeuge, sondern nur bis Kraftfahrzeuge bis zu einer zulässigen Gesamtmasse von 3,5 Tonnen. Interessiert dich natürlich eher weniger, weil du machst ja nur einen Führerschein bis zu 3,5 Tonnen. Aber trotzdem musst du diese Frage bzw. Antwort kennen. Würdest du also praktisch, ja, oder sagen wir jetzt mal, ein großer LKW, der dürfte nicht den linken oder mittleren Fahrstreifen durchgängig befahren. Was müssen Sie beim Beladen eines einachsigen Anhängers beachten? Die zulässige Gesamtmasse, die zulässige Stützlast, die zulässige Achslast. Ja, da müssen wir alles beachten. Gesamtmasse, du darfst natürlich den Anhänger nicht unendlich vollladen. Stützlast, das ist die Last, die auf die Anhängerkupplung draufdrückt. Die muss möglichst hoch sein, aber natürlich nicht höher als die maximale Stützlast. Und die Achslast, ein Anhänger hat eventuell mehrere Achsen, darf natürlich auch diese nicht überschreiten. Wofür müssen Sie vor Antritt einer Fahrt mit Ihrem PKW sorgen? Dass keine Gegenstände, zum Beispiel Verbandkasten, Autoatlas, Fotoapparat lose auf der hinteren Ablage liegen. Dass sie nach hinten ausreichende Sicht haben. Dass auch die Mitfahrer die vorhandenen Sicherheitsgurte anlegen können. Ja, das klingt super gut. Also kein Krimskrams, dass der irgendwie rumflattern könnte. Sicht nach hinten ist natürlich immer gut. Und du als Fahrzeugführer bist dafür verantwortlich, dass sie auch alle anschnallen und anschnallen können. Dementsprechend müssen natürlich die Sicherheitsgurte auch gut zugänglich sein. Was müssen Sie beim Beladen eines Anhängers beachten? Die Ladung darf nach hinten ohne zusätzliche Kennzeichnung höchstens einen Meter über die Rückstrahler hinausragen. Die Ladung muss sicher verstaut werden. Die Ladung darf nach vorn höchstens einen Meter über das Zugfahrzeug hinausragen. Also nach hinten darf sie tatsächlich bis zu einem Meter herausragen, nach vorne nicht. Und sie muss natürlich sicher verstaut sein. Ja, das sicher ist immer gut. Sie fahren 50 Kilometer pro Stunde, haben eine Sekunde Reaktionszeit und führen eine normale Bremsung durch. Wie lang ist der Anhalteweg nach der Faustformel? Oh, das haben wir letztens im Stream berechnet. Wie war das nochmal? Anhalteweg, das setzt sich ja zusammen aus dem Bremsweg und dem Reaktionsweg. Das heißt, Reaktionsweg aus 50, also 50 geteilt durch 10 mal 3 sind 15 und der Bremsweg ist Geschwindigkeit geteilt durch 10 mal Geschwindigkeit geteilt durch 10 sind 25 und 25 und 15, das sind 40 Meter. Sie sind mit einem Reifen heftig gegen ein hartes Hindernis gefahren. Was müssen Sie tun? Reifen und Felge umgehend überprüfen lassen. Die Radschrauben nachziehen. Ja, also Radschrauben nachziehen ist Quatsch. Wenn du mit deiner Alufelge irgendwo hängen geblieben bist, dann kann die Risse bekommen. Alu ist relativ spröde und ja, überprüfen lassen, genau. Okay, wir haben alle Fragen durch. Die eine Frage, naja gut, werden wir gleich sehen. Wir geben den Bogen ab, schauen wir, ob die Prüfung, ob wir sie bestanden hätten.
Ja, mit null Fehlerpunkten. Okay, also die Sache mit den Schienen war genauso, wie ich es mir gedacht habe. Würden da zwei Schienen verlegt sein, also in unsere Richtung und entgegengesetzt, dann wäre es wahrscheinlich anders gewesen. Aber da nur eine Schiene verlegt ist, müssen wir auch mit Gegenverkehr rechnen. Okay, also du siehst, wenn du die Prüfung, wenn du ein bisschen nachdenkst, dir die Fragen vielleicht zwei, dreimal vorlesen lässt oder selber liest, dann ist das auf jeden Fall machbar. Okay, solltest du noch Fragen haben, solltest du Probleme haben mit der Prüfung, mit den Fragen, mit den Erklärungen, dann verlinke ich dir unter dem Video den Videokurs. Da sind die Themen erklärt. Ich glaube, 5,5 Stunden habe ich die Themen zusammengefasst, komprimiert und mit dem Wissen, das du in diesem Kurs vermittelt bekommst, kannst du auf jeden Fall die Fragen beantworten. Okay, ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Verpasst doch dem Video einen Daumen nach oben, wenn es dir geholfen hat, und abonniere den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.